Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind heute in der Nachbarschaft unterwegs und zwar bei MTU Maintenance. Da werden Triebwerke gewartet und auch repariert. Wir schauen uns mal um und gucken uns die Sache mal ein bisschen genauer an. So, ordnungsgemäß angemeldet haben wir uns jetzt hier bei MTU Maintenance, also der Sicherheit wird auch hier groß geschrieben, genau wie am Flughafen, habe ich auch noch gar nicht erzählt. MTU ist nämlich in unmittelbarer Nähe des Hannover Flughafens, also eigentlich Sichtweite, ist ganz cool, auch für uns. Ja, und dann sind wir schon auf dem Gelände, man nennt es übrigens Shop. Hier werden die Triebwerke gewartet, kontrolliert und auch repariert? Repariert, genau. Ja. Ein Großteil der Reparaturen können wir selber vornehmen, natürlich nicht alles. Beim Großteil findet genau hier in der Halle statt. Also hier sind wir jetzt im Bereich der Teilreparatur. Hier haben wir ganz verschiedene Linien, wo ganz verschiedene Arten von Bauteilen repariert werden. Ne? Von Schaufeln bis zu Brennkammern bis hin zu Statorgehäusen finden wir hier alles. Kleinste Maschinen bis zu großen CNC-Maschinen, die 60 Tonnen wiegen. Okay, bin ich ja mehr als gespannt, jetzt mal die großen Triebwerke zu sehen. Ja, auf geht's. Auf geht's. Aber bevor wir jetzt hier spazieren gehen, müssen wir uns erstmal noch weiter mit Sicherheitsmaßnahmen ausstatten, nämlich andere Schuhe anziehen. So, nachdem wir jetzt bestens ausgestattet sind, also quasi mit den Sicherheitsschuhen, sind wir bereits schon in der Halle, in den sogenannten Shops und laufen ein bisschen rum. Ich will euch noch den Steffen vorstellen. Er arbeitet hier bei MTU, ist Ausbilder. Und was machst du genau hier noch? Also, ich habe hier damals gelernt, der Fluggerätemechaniker, habe dann meinen Meister gemacht, war auch ganz normal in Wochenendschule. Und bin jetzt hier technischer Ausbilder im Haus. Wir machen die Grundlagenausbildung für neue Mitarbeiter, die quasi aus luftfahrzeugtechnisch fremden Berufen hier bei uns anfangen. So Automechaniker, Kfz-Meister, die wir einstellen, die bilde ich quasi aus, damit sie die Grundlagen der Luftfahrtindustrie hier bei uns vermittelt bekommen, bevor sie wirklich an den scharfen Triebwerken arbeiten. Okay, das heißt, du kennst dich hier sehr gut aus und kannst uns rumführen und unsere Fragen beantworten. Auf alle Fälle, das kriege ich hin. Dann mal los. Und da habe ich schon gleich die erste Frage, die habt ihr euch wahrscheinlich auch schon oft gestellt. Warum ist auf so einem Triebwerk, auf diesem Fan, eigentlich sowas aufgemalt? Das ist einmal unser Spinner-Cone, unser Nose-Cone, wie er so schön genannt wird bei uns. Was drauf gemalt ist, ist eine Spirale, ganz normal. Es soll einfach zeigen, das ist die Theorie, dass man sieht, als Mechaniker oder als Mitarbeiter, der am Flughafen arbeitet, dass das Triebwerk immer dreht. Mhm. Beziehungsweise andere Theorien mir sagen, dass Vögel davon etwas durch das Flackern dieser Unwucht abgelenkt werden sollen, dass da direkt Flügel nicht reinfliegen, das Triebwerk. Aber so richtig technische Regeln, was in technischen Unterlagen, was drinsteht, darüber habe ich noch nirgendwo gesehen. Also manche Airlines haben gar nichts drauf, manche haben verschiedene Formen, verschiedene Designs dieser Spiralen. Ja eben, genau. Ich habe es nicht bei jedem Triebwerk bisher gesehen, immer nur bei manchen. Aber gut, das ist eine gute Erklärung. Danke. Alles voller Triebwerke, die hier gewartet und repariert werden. Und ich habe erst gedacht, eigentlich müsste hier in der Halle ja irgendwie nur Triebwerk an Triebwerk stehen. Aber so ist es ja gar nicht, sondern hier sind die Triebwerke, die werden hier auseinandergenommen. Und die kleinen Teile werden halt da in dieser Fertigungshalle dann ja repariert oder halt neu gefertigt. Wow, jetzt wenn man mal direkt davor steht, vor so einem GE90, das ist das Triebwerk, was an der 777 hängt. Also das größte Triebwerk, was an so einem zivilen Flug dran sein kann, steht, es ist mega, mega groß. Das kann man sich gar nicht vorstellen irgendwie. Wiegen tut das Triebwerk übrigens 8,5 Tonnen, also eine ganze Menge. Hier findet der ganze Demontageprozess der Triebwerke statt. Die Triebwerke werden da vorne angeliefert in der Halle. Dort werden die ganzen Betriebs- und Hilfsstoffe abgelassen, wie Kerosin, Triebwerksöl und das Ganze. Und hier beginnen wir quasi mit der Incoming Inspection. Wir beginnen mit der Bruskop Inspection. Wir analysieren, welche Schäden die Triebwerke nach dem Betrieb am Flieger haben. Und hier starten wir wirklich mit der modulweisen Zerlegung der Triebwerke in Module. Das heißt, Station für Station wird hier ein Triebwerk auseinandergebaut. Und nach der Demontage werden die einzelnen Module rechts zu uns in die Modulshops geliefert.
Und ich habe gedacht, die Triebwerke kommen hier mit Verkleidung und allem drum und dran an und werden hier komplett auseinandergenommen. Aber so ist es gar nicht, oder? Nee, so ist es gar nicht. So Triebwerke mit Verkleidung haben wir gar nicht hier, weil die Triebwerksverkleidung gehört tatsächlich so Flugzeug dazu. Das ist einfach ein Flugzeugbauteil und sowas haben wir hier nicht. Und die Triebwerke werden genauso angeliefert, wie ihr es hier sehen könnt. Das sieht spannend aus. Was macht ihr denn hier? Wir wollen gerade den Rotor von dem Horizontalwagen in den Stand stellen. Ah, okay. Was genau ist das? G90. Ah, wow. G90? Von der Riesenmaschine da hinten? Genau, der APC-Rotor. Da quasi nochmal ein Stückchen dazu. Das ist also ein Teil, ein kleines Teil. Ich dachte erst, das kann ja gar nicht wahr sein, aber es ist nicht ein Hauptteil von der großen G90, also von der 777-Triebwerk. Wow. Ja. Sieht mega schwer aus. So, und die Demontage von einem Triebwerk bedeutet natürlich auch ganz, 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 ganz viele Einzelteile. Bis zu 30.000 Einzelteile, die in kleine Holzkisten hier verteilt werden. Und je nachdem, welche Station Sie halt durchlaufen müssen, werden Sie auch immer schön getrackt. Also Sie können halt immer, man weiß ganz genau, wo die Teile gerade sind und wie lange noch ein Triebwerk in der Reparatur oder in der Wartung ist. Sobald die Teile ausgebaut wurden, gereinigt wurden, kommen die hier in diese Abteilung und dort werden sie geprüft, ob alle reparabel sind, ob wir sie reparieren können, ob sie Schrott sind. Das heißt also, es muss nicht alles repariert werden, es wird auch teilweise nur gewartet. Genau, wir reinigen Teile, gucken uns die an. Wenn die Teile den Vorgaben entsprechen, top in Ordnung sind, keine Beschädigung haben, können wir sie eins zu eins wieder zertifizieren, neu einbauen. Dann kann man auch nicht pauschal sagen, wie lange dauert eine Wartung oder eine Reparatur. Es kommt immer darauf an. Es kommt immer darauf an, auf den Beschädigungsgrad des Triebwerkes. Ja, manche Standardtriebwerke, die wo wir einfach nur quasi einige Bauteile austauschen, dann geht es relativ schnell. Sobald die Tiefe wieder in die Materie reingehen, desto länger dauert die Überholung des Triebwerkes. So, jetzt sind wir ein bisschen rumgelaufen. Wir waren also quasi, hinter uns ist die Demontage und hier? Hier beginnen wir jetzt quasi wieder mit der Montage. Also im zweiten Hallenabschnitt beginnen wir die Modulmontage, wie wir das da drüben gesehen haben. Und wenn die Module fertig sind, gehen die Bauteile wieder auf die Triebwerksmontage. Was aussieht wie fast neu. Also hier auf der Montage sind die Teile gereinigt, die sind neu beschichtet. Und am Ende kommt ein super funktionierendes Produkt von wieder raus. Genau. Und da sieht man schon, dass es relativ sauber ist, weil es schön geputzt worden ist, dass es von Öl befreit bzw. neu geölt wurde. Und es sieht schon ganz anders aus als gerade eben noch vorhin bei der Demontage. Was ist das für eins? Das ist eine V2500. Angebaut aus Triebwerk an einem Airbus A320. Aber nicht am Neo, sondern an der alten Variante. Am CEO heißt es, an der Classic Engine Option. Das Triebwerk wurde 1989 zugelassen und fliegt seitdem an sehr vielen tausend Flugzeugen in die Welt. Gibt es eigentlich einen bestimmten Zeitraum, wann das Triebwerk in die Reparatur oder in die Wartung kommen muss? Oder sagt das Triebwerk von sich aus mit einer Meldung, ich muss jetzt gewartet werden? Also das Triebwerk sagt nicht automatisch, dass es zur Wartung kommt. Es gibt sogenannte lebenszeitbegrenzte Bauteile. Wenn die lebenszeitbegrenzten Bauteile ihre Lebenszeit erreicht haben, ist der späteste Zeitpunkt gekommen, wo das Triebwerk gewartet werden muss. Andere Dinge, die auffallen könnten, wäre ein höherer Spritverbrauch, höhere Abgastemperaturen. Das sehen dann die Ingenieure bei den Airlines oder auch wir. Und sagen dann dem Kunden, okay, dein Triebwerk, die Werte passen nicht, wir müssen eventuell Reparaturen durchführen. Aber solange da nichts kommt, ist wirklich die Lebenszeitbegrenzung der Bauteile der entscheidende Faktor, wo wir dann die Triebwerke warten. Das Triebwerk ist zum Beispiel fast fertig, da fehlt nur noch der Fan, also das, was vorne, was wir immer sehen, wenn wir auch ein Triebwerk gucken, das fehlt noch. Aber sonst ist es fertig für die Auslieferung an den Kunden dann zurück. Also bevor die in die Wartung gehen, in die Reparatur, die Teile, müssen sie erstmal ordentlich gereinigt werden. Genau, bevor die Teile befundet werden, repariert werden, müssen die Teile gereinigt werden. Hier werden die Teile für die Reinigung vorbereitet und hinter uns in die Abteilung übergeben und dort werden die Teile dann von Hand wirklich einzeln gereinigt. Das ist hier zum Beispiel die sogenannte Waschanlage, habt ihr vielleicht gerade schon gesehen. Was genau macht ihr hier eigentlich? Wir sind die nachfolgende Abteilung der Reinigung, also wir sind die NDT, Non-Destructive Testing, wir sind die Rissprüfung. Okay, Rissprüfung heißt, ihr kontrolliert die Teile, die wichtig sind, ob da irgendwelche Risse drin sind oder Beschädigungen sind. Und wie macht ihr das?
auf einem zerstörungsfreien Verfahren. Mhm. Also mit Hilfe der Kapillarkraft benetzen wir die Bauteile mit einem Mineralöl, versetzt mit fluoreszierendem Stoff. Und anhand der Kapillarkraft zieht es dann in mögliche Fehlstellen, wie zum Beispiel Risse rein, und verbleibt dann im Riss. Und dann macht ihr mit Schwarzlicht und dann kann man diese Risse sehen. Mit UV-Licht? UV-Licht, genau. Ja, genau. Arbeiten wir dann in der Dunkelkammer in der Kabine und untersuchen dann die Triebwerksteile. Cool. Also so kann man das am besten rausfinden. Wunderbar. So, mal gucken. Und alles, was jetzt grün fluoresziert, ist eine sogenannte Anzeige und die müssen wir auswerten. Das ist super viel. Das ist jetzt einiges. Na, das ist ja. So, jetzt dürfen wir sogar selbst nochmal Hand anlegen, denn es gibt hier noch einen Trainingsbereich hinten in einer anderen Halle, wo wir jetzt nochmal genauer gucken und selbst mal ein bisschen an einem Triebwerk rumschrauben können. Aber selbstverständlich ist es ein Testtriebwerk, was nicht offiziell genutzt wird. Erstmal willkommen bei uns im DAT-Training. Das heißt, DAT-Training heißt Disassembly Assembly Test. Wie funktioniert so ein Triebwerk? Was brauche ich dafür? Wie habe ich zu arbeiten? Mit zöllischem Werkzeug. Mit unseren Erfahrungen, wie wir das am besten machen können. Ne? Das hat Jürgen selber erstellt. Gerade ausgelegt. Links? Das jetzt wieder links. Nee, das war jetzt einmal rechts. Den habe ich mir aber genommen. So, jetzt kann es losgehen. Wir schrauben jetzt ein bisschen an dieser PW6000 rum. Ich habe mir sagen lassen, die wird auch gerne mal an die A318, zum British Airways übrigens, oft angebaut. Also ist gar nicht so klein, das Triebwerk, aber auch nicht das größte. Ich würde mit dem Ding gar nicht fliegen, aber schon die Abitur dreckig sind. Also alles, was man macht, muss auch mal zum Schluss kontrolliert werden. Deswegen haben wir so ein Schimm, so nennt sich dieses ganz, ganz dünne Metall, um zu gucken, ob zwischen den beiden Teilen noch Luft ist. Wenn Luft ist, dann ist wohl irgendwie was nicht richtig angepasst worden. Und wenn keine Luft ist, dann passt es. Tada! Es ist interessant, es gibt so viele Dinge. Das zum Beispiel ist hier ein Hilfswerkzeug, was einfach nur dazu dient, dieses Lager hier mit der Welle, um die Welle her zu betreiben, da rein zu montieren. Und es ist mega schwer. Oh Gott, es ist wirklich schwer. Ich setz mal an. Dass sie voll im Einsatz sind. Haben wir es geschafft jetzt, Wir haben es geschafft. Gut. Erfolgreich habt ihr es absolviert. Ich bin stolz. Wir haben am Triebwerk rumgebastelt. Fliegen würde ich damit trotzdem nicht. Nee, es ist ja auch ein Testgerät. Es wird auch nicht eingesetzt. Ich hoffe, wir konnten euch auf jeden Fall so einen kleinen Einblick geben, was wir hier so machen, wie es bei uns langläuft. Auch euch zeigen, dass das alles sehr sicher ist, dreimal, viermal kontrolliert wird. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß, ne? Ja. Das wäre natürlich... Das auf jeden Fall, das hat uns ein bisschen was gebracht, um zu sehen, wie es eigentlich ist, wie ein Triebwerk von innen aussieht. Dass es auch wirklich extrem viele, viele, viele Einzelteile gibt. Über 30.000 und alles muss halt akkurat angebracht werden und auch kontrolliert werden. Das heißt, wenn wir jetzt eine Stunde gebraucht haben und insgesamt ein Triebwerk zusammenzubauen, dauert übrigens 3.000 Arbeitsstunden. Das ist schon eine Menge. Ja, dann vielen, vielen Dank für die Einführung. Und wir gehen jetzt erstmal weiter in den Teststand, oder? Da freue ich mich auch drauf.
hier werden die Triebwerke, die hier repariert worden sind, nochmal getestet. Nicht jedes wird getestet, nur die, die es auch benötigen. Und vorhin haben wir noch gefragt, wo sind die ganzen Verkleidungen? Ja, hier sind sie. Hier werden die Verkleidungen so zumindest testweise rangemacht. Die verbleiben hier, um quasi das Triebwerk komplett ja, zu zeigen und auch zu testen. Und dann auch da vorne so ein Monorail-System. Das fährt da vorne dann in die Testzelle rein und kann halt an der Decke reingefahren werden. Da oben, ja. Das ist ja mal eben 8 Tonnen. Wie viel wiegt das Triebwerk plus dem hier? Ja, genau. 8 Tonnen, ja, das ist schon eine Menge. Das da ist übrigens Teil des Teststandes und da ungefähr steht dann das Triebwerk, welches getestet wird. Und hier rüber gehen dann die Abgase und auch die Luft, die hinten rausgepustet wird. Und wenn man sich mal so vorstellt, so ein Triebwerk, gerade so die G90, das von der 777, zieht eine Tonne Luft in der Sekunde. Eine Tonne, das ist schon eine Menge. Achso, willst du was sagen? Okay. Und das ist jetzt der Control-Raum. Er sieht ziemlich interessant aus. Also so viele Monitore hier, so viele Möglichkeiten zum Einstellen. Und was genau passiert jetzt? Ja, im Prinzip in diesem Kontrollraum steuern wir das Triebwerk für den Triebwerkstest. Der Triebwerkstest ist ja für verschiedene Dinge da. Das ist ja hier im Prinzip der letzte Teil der Instandhaltung des Triebwerks. Das heißt, hier wird nochmal geprüft, ob alles so funktioniert am Triebwerk, wie es soll. Es gibt einen Punkt, den kannst du so nicht messen normalerweise am Flugzeug, das ist der Schub, weil man ja keine Schubmessung am Flugzeug hat. Und deswegen ist der Adapter, den wir vorhin gesehen haben, oben an der Testzelle am Schubrahmen befestigt und dadurch können wir hier an der Testzelle halt auch beweisen, dass das Triebwerk auch den Schub liefert, den es liefern muss. Und das ist so auch ein wichtiger Punkt dieses Prüflaufs. Was jetzt gleich kommt, ist der Performance-Lauf, der hängt so ein bisschen vom Triebwerk ab, im Prinzip der Acceptance Run, wie wir es meistens nennen. Und da simulieren wir halt die wichtigsten Betriebspunkte des Triebwerks. Fahren einmal, jetzt gerade sind wir auf Idle, haben das Triebwerk gestartet. Dann werden wir einmal auf Band A hochfahren. Das ist der Take-Off-Thrust, also maximaler Schub. Ein bisschen laut wahrscheinlich. Ja, ein bisschen lauter. Ist ja gut isoliert, aber kann laut werden. Also Vollschub heißt ja auch natürlich eine Menge an Kraft, die ja dann ausgeübt wird. Da muss ja auch die Befestigung auch eine Menge aushalten. Ich glaube, da kann man ja ein bisschen durchgucken. Ja, wenn man da durchguckt, da sieht man den Schubrahmen oben. Der ist auch sehr massiv. Haben wir hier vorne so einen Schubhebel, wie wir ihn auch am Flügel hätten. Das Ach ja, Modell, aber das ist im Prinzip analog dazu. Und wenn man den jetzt nach vorne schiebt, dann würde das Triebwerk auch nach oben fahren. Ihr könnt euch jetzt sicherlich vorstellen, es kann etwas lauter sein, aber wir haben die Möglichkeit, mal kurz reinzuschauen bei einem aktuellen Test des Triebwerkes und wir sollen halt diesen Gehörschutz aufsetzen. Das ist fast wie ein Headphone in der Business Class, aber jetzt höre ich nichts mehr. Das war richtig spannend, fand ich. Oh ja, das mal zu sehen und zu hören. Erstmal vielen Dank auch an M2, dass wir die Möglichkeit hatten, zum Triebwerk reinzugehen zu können, denn das ist nicht selbstverständlich, weil es auch ziemlich laut ist. Weil es ein kleineres Triebwerk ist, konnte man da auch so einigermaßen reingehen. Es war nicht zu laut. Ich weiß nicht genau, ob ihr mich verstanden habt. Ich habe da ein bisschen geredet. Wäre da jetzt zum Beispiel die G90, also die von der 777, ich glaube, das wäre nicht möglich gewesen. Jetzt haben wir schon einiges hier bei MTU Maintenance in Langenhagen gesehen. Ich denke, jetzt war es das auch langsam. Wir waren einige Stunden hier. Mega spannend, das mal zu sehen. Normalerweise sitzen wir ja immer nur im Flieger. Richtig, jetzt haben wir mal ein bisschen so Hintergrundwissen erfahren. Was ist ein Triebwerk? Was passiert mit Triebwerken? Wie werden die gewartet oder repariert und getestet? Das war mega, mega spannend. Hat es euch auch gefallen, dann drückt am besten mal den Daumen hoch. Wenn ihr Fragen habt, dann in die Kommentare gerne. Wir können sie nicht beantworten, aber macht das mal. Wir können aber trotzdem mal Frage weiterleiten, dann ist nicht das Problem. MTU ist mit der größte Triebwerks
Warter, den es eigentlich so gibt. Und ich fand das sehr toll, dass wir die Möglichkeit hatten, hier umzuschauen. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann. Tschüss. Das war schwer. Das ist schwer, ne? Mit einem ganz, ganz dünnen Metall zwischen dem Ding, was ich da gerade angebracht habe. Nochmal, sag ich nochmal.